Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch eine kleine Ankündigung. Und zwar möchte ich eine Challenge für mich selbst starten im Zuge meiner Kaufsucht-Videos und im Zuge meiner Typ-Verhaltensänderung. Und zwar möchte ich eine Buy-Only-One-Book-Challenge starten. Was das bedeutet, ist einfach, wie der Titel auch schon sagt, ich möchte pro Monat ein Buch kaufen und nicht mehr. Es ist ja so, dass ich in vielen Dingen meines Lebens ja schon sehr, sehr gut mit meiner Kaufsucht umgehen kann. Habe ich ja schon mehrmals erwähnt, also zum Beispiel beim Deko, was früher ausgeartet ist, kann ich mich zügeln, Notizbücher kann ich mich zügeln, Weihnachtsaccessoires kann ich mich zügeln. Ich kann in sehr, sehr, sehr vielen Dingen mich mittlerweile wirklich beherrschen, aber nicht bei Büchern. Das ist, ich bin halt so der typische Kaufsuchtsammler. Das habe ich auch schon in einem Video euch erklärt. Das ist einfach, ja, meine Sammlung, es sind halt meine Bücher und es nervt mich wahnsinnig, weil ich mich in eine Teufelsspirale immer reinbringe. Ich bin unzufrieden, dann kaufe ich Bücher, dann bin ich aber unzufrieden, weil ich so viele Bücher habe und möchte eigentlich Regale haben, in denen ich halt Platz hätte, auch mal welche frontal hinzustellen, dass man halt die Cover sieht, die wunderschön sind. Ich möchte eigentlich in meinem Bücherregal nur noch Bücher haben, die meine absoluten Favoriten sind, die mir nach Jahren immer noch total im Kopf hängen geblieben sind, wo ich alles dazu sagen könnte und noch absolut die Emotionen spüre, die ich damals hatte beim Lesen. Nichts mehr, nur weil es halt 5 Sterne waren, aber ich nach Monaten eigentlich gar nicht mehr weiß, worum es da ging. Geschweige denn, wie es zu Ende ging. Das passiert mir nämlich ganz oft. Ich weiß ganz viel über den Inhalt, aber ich weiß nichts mehr, wie es zu Ende ging. Also ich könnte praktisch das Ende nochmal lesen. Und es geht aber nicht, weil ich halt einfach so eine Menge an Bücher habe. Ihr habt ja nur mein Bücherregal gesehen, aber mein Bücherregal ist nicht alles, denn ich habe noch ein kleines Bücherregal im Flur. Und ganz viele Bücherstapel in meinem Schlafzimmer. Ja. Und nicht nur, dass es meinem Wunsch nach Minimalismus einfach absolut entgegenspricht. Noch dazu ist es so, dass ich einfach Freiraum im Kopf brauche. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen erdrückt werde mittlerweile von diesem Bücherstapel, vor allem im Schlafzimmer. Ich habe sehr viel zu dem Thema gelesen. Schlafen, ich kann unglaublich schlecht schlafen. Abgesehen von meiner Depression ist das so das Problem in meinem Schlafzimmer, dass mein Schlafzimmer einfach mega unordentlich durch diesen ganzen vielen Bücherstapeln ist. Es einfach unaufgeräumt wirkt, überfüllt, erdrückend und ich will das Ganze minimieren. Das Ziel ist also nicht, dass ich jetzt, also ich werde noch ein paar Bücher aussortieren, also ihr werdet noch mit Sicherheit hier noch Anhaul-Videos sehen, aber das Ziel ist nicht eigentlich jetzt schon wieder so viel auszusortieren, sondern einfach keine neuen mehr zu kaufen. Da ich aber weiß, dass es mir extrem schwer fällt, gar nichts zu kaufen, mache ich eine Challenge, dass ich mir was kaufen kann, aber halt eingeschränkt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel 7 Bücher im Monat lese, was so irgendwie so immer so ein Schnitt von mir ist, sind ja 6 oder 7 Bücher im Monat in letzter Zeit, und eins mir kaufe, habe ich ja entweder 5 oder 6 von meinem Sub abgebaut. Das ist mein Ziel. Ich mache eine einzige Ausnahme, und zwar in den Monaten März und Oktober. Wenn da von meinen absoluten Lieblingsautoren, also nicht andere Autoren, nur meine absoluten Lieblingsautoren, wie da so wären zum Beispiel Nicola Sparks, Jodi Picoult, Emma Scott, ja, und einige andere, die ich ganz, ganz großartig finde. Wenn von denen Autoren irgendwas erscheint, dann darf ich mir auch mal 2, 3 kaufen im Monat. Aber, und das ist wirklich die einzige Ausnahme, wenn das nicht der Fall ist, darf ich neue Autoren oder neue entdeckte Bücher nicht kaufen, weil ich nur 1 pro Monat kaufen darf. So. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Es ist eine strenge Regelung. Ich könnte mir auch sagen 2, 3, aber ich bin mir sicher, dass mich eine, also aus Erfahrung einfach, dass mich eine strengere Regel
eher daran halten lässt, als so, ach ja, mal gucken und so. Und ja, deswegen sind das die einzigen Ausnahmen. Also tatsächlich möchte ich jetzt nicht irgendwie explodieren. Ja, ihr werdet in den nächsten Wochen noch ein paar Neuzugänge sehen und es sind nicht wenige. Wie gesagt, Kaufsucht und von Büchern ist halt eine sehr schlechte Kombi. Deswegen habe ich ein bisschen auf Rebuy geshoppt, ich habe ein bisschen bei Thalia eingekauft. Ich war auch endlich mal seit langer, langer, langer Zeit wieder mal in einem großen Kaufladen, also im großen Thalia drin und nicht online gestöbert, sondern wirklich halt im Laden drin. Das ist immer, ja, da deckt man halt auch mal Dinge, die nicht so auf dem Schirm hatte. Also im Zuge meiner No-Kauf-Challenge ist es auch so, dass ich natürlich auch die Geschäfte meiden muss. Das ist halt Zwangsfolge. Also so Büchergeschäfte und sowas, ja, muss halt ein bisschen eingeschränkt bleiben, weil sonst entdecke ich da immer wieder neue Dinge. Ich kann mich manchmal zügeln und dann mache ich mir ein Foto von dem Buch, stelle es auf die Wunschliste, gucke, ob es vielleicht günstiger gibt, wenn es sehr, sehr teures Buch ist. Aber ich weiß sehr genau, dass es mich triggert und ja, da muss ich mich halt eben einfach nicht aussetzen. Genau, also, das ist jetzt eine lange Ankündigung geworden. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich werde regelmäßig Updates dazu machen, wie gut ich mich dran gehalten habe, was mir eventuell geholfen hat, es durchzuhalten, wo ich eventuell gemerkt habe, da habe ich mich wieder gehen lassen. Also, es müssen bestimmte Dinge natürlich folgen, sowas wie, ich darf mir keine Neuzugänge-Videos mehr angucken von anderen. Ich darf nicht einfach mal so auf Instagram stöbern, weil dann ich neue Kanäle mit Büchern, Vorstellungen sehe. Ja, sowas triggert mich sofort. Ich muss dann die Bücher sofort haben, besonders wenn es bestimmte Themen gibt, die ich sehr, sehr gerne lese. Puh. Sehr schwierig. Deswegen in diesem Zuge dessen werde ich natürlich diese ganzen Dinge machen. Ich werde euch dann, wie gesagt, immer ein Update halten. Ich werde ein Protokoll führen, was ich gekauft habe, warum ich die Sachen gekauft habe, wenn ich zum Beispiel über die Schränke schlage. Was ich gemacht habe, um eventuell nicht über die Schränke zu schlagen. Also ich werde euch über alles auf dem Laufenden halten. Ich werde versuchen, dass die nächsten Monate zumindest bis zum so ein halbes Jahr möchte ich das jetzt durchhalten tatsächlich. Starte ich die Challenge ab 1. Oktober, weil ich einfach nicht irgendwie so zwischendrin sagen kann, ach ja, da fängt der Monat jetzt auf 15. an, weil ich das jetzt geshoppt habe. Ich möchte wirklich so einen Cut haben. Ich weiß, ganz viele Entwicklungspsychologen und Verhaltenstherapien sagen, man soll nicht sagen, erst morgen. Wie man manchmal so sagt, so heute fresse ich noch ganz viel, morgen mache ich dann Diät. Aber ich möchte so einen Cut haben. Ich möchte so ein Datum haben, ab dem ich anfange. Das ist für mich so, ich weiß nicht, das mache ich halt immer sehr gerne. Ich brauche halt irgendwie so ein, entweder ab Montag zum Beispiel oder ab dem 1. oder ab dem 30. Also ich brauche irgendwie so ein Startdatum und mich darauf sozusagen vorzubereiten. Die Gefahr ist natürlich groß, dass ich jetzt kurz vorher noch ganz, ganz viel shoppe, weil ich jetzt weiß, ich darf mir nichts kaufen, deswegen muss ich jetzt noch ganz viel auf meiner Wunschliste kaufen. Ich versuche mich natürlich zu zügeln. Ich werde euch aber auch dann im 1. Update erzählen, ob das tatsächlich passiert ist, dass ich vor diesem Angst vor dem 1. Oktober ganz, ganz viel gekauft habe. Ja, ihr werdet auf den Updates immer auf dem neuesten Stand gebracht. Also, wenn ihr Lust habt, mich bei diesem Challenge mitzubegleiten oder vielleicht sogar Lust habt, mitzumachen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben. Dann könnt ihr natürlich auch kein Video verpassen und mir auch ein Zeichen setzen, dass es euch gefällt, die Idee, und dass ihr vielleicht mitmachen wollt, wie gesagt. Hier oben könnt ihr noch weitere Videos anklicken und ja, hier kommt ihr noch zu der Playlist zum Thema Kaufsucht. Da könnt ihr euch alle Videos angucken, die ich schon zu diesem Thema irgendwie gedreht habe. Ja, und das ist halt so meine Ankündigung. Ich bin sehr gespannt, wie ich durchhalte. Ich halte euch auf dem Laufenden und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei beim Update. Macht's gut. Bis dann.